Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zu meinem nächsten Video, Leute. Wir sind wieder auf mainzer.net. Wir sind heute alleine. Wir sind heute wieder bei Bad Wars 1 vs 1 drinne. Ich bin echt gespannt, gegen wen wir heute spielen. Ich wähle wieder eine Wettenperson aus. Und ja, ich muss echt mal sagen, die letzten Male waren ja wirklich spannend. Das erste Mal haben wir gegen Hacker gespielt, das zweite Mal war es ja wirklich eine richtig nette Person. Und mal gucken, wie es heute ausgeht. Mal gucken, mit wem wir heute spielen, wie er drauf ist. Und ich bin echt gespannt. Und ich würde sagen, wir legen jetzt sofort los. Ich würde sagen, let's go. So Leute, wir sind jetzt in der ersten Runde drin. Wir sind auf der Map Zeit. Ich bin gespannt, wie die Person heute ist. Ich muss auch mal sagen, ich habe gerade aufgenommen und es ist gerade etwas passiert, wo ich die Aufnahme nicht nehmen könnte, so gesagt. Aber egal, ich tue jetzt einfach nochmal aufnehmen. Spielt ja keine Rolle, auch wenn die andere geil war. Aber steck mir mal, die Aufnahme wird auch genauso geil werden. Und ja, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ihr das mehr haben wollt. Ich einfach so gegen Bandenpersonen spiele. Und ja, mir macht es auf jeden Fall richtig viel Spaß so. Und ja, ich muss auch zugeben, ich habe heute mich ein bisschen eingespielt. Das ist meine dritte Runde jetzt, glaube ich, insgesamt. Und ja, okay, ich bin höher, perfekt. So. Aber trotzdem bin ich immer noch nicht perfekt eingespielt. So gesagt. Man hat gerade gesehen, ich habe das gerade mit Absicht gemacht. Also, Fast Putsch, weil ich das weiß, ich verfehle. Okay, der hat schon wieder sein Bett zugebaut. Tschüss. Oh mein Gott. Nein! Ich hasse das, im Villager zu sein. Flieg! Runter jetzt dahin! Oh, habt ihr das gerade gesehen? Ah, scheiße, weg mit dir. Oh mein Gott. Ey, der hat richtig gut durchgehalten, muss ich echt mal sagen gerade. WTF. Niemand von uns ist gerade runtergefallen. Ich bin an Schaden gerade gestorben. Oh mein Gott. Ey, das war richtig knapp gerade bei denen. WTF. Ich denke mir mal, wir haben hier wieder einen besseren Spieler am Start heute. Also das ist kein einfacher Spieler, aber auch kein zu leichter Spieler. Betone ich das einfach mal so. Also ist eigentlich perfekter Gegner für mich. Und ja, finde ich auch immer auch cool, es auch so welche Leute gibt, die genauso in den Rahmen sind, so wie ich. Weil wenn ich gegen richtig gute Spieler hier spiele, dann ist es einfach ein bisschen uncool, weil man dann genau weiß, wer hier gewinnt. Darum finde ich das einfach cool. Hier ist es einfach so, hier weiß man es einfach nicht. Hier kann man jetzt nicht sagen, er gewinnt, ich gewinne. Das kann man einfach nicht sagen. Okay, ich wollte einfach gerade bauen. Ein Glück habe ich das hingehört. Bauen wir uns jetzt gerade hoch oder was machen wir jetzt hier? Ich habe schon gedacht, ich den Sprung verfehle. Weg! Oh mein Gott. Oh. Nein. Nein. Ja, das war irgendwie... Naja, hat keiner gesehen. XD. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erneut auf Angriff. Und ja, ich bin echt gespannt, wer das jetzt macht. Vielleicht habt ihr ja schon gemerkt, ich gerade ein anderes Cape drinne habe. Ihr wisst ja, ich hatte ja die ganze Zeit das Mindset Cape drinne gehabt. Ich habe jetzt mir einfach selber eins gemacht. Und ja, finde ich auch, ich habe zwei Caps jetzt insgesamt gemacht. Ich finde das Cape richtig cool. Das habe ich auf jeden Fall drinne. Er ist wunder und tut. Und ja, was machen? Machen wir Betten tauschen, aber das will ich. Aber jetzt, oh mein Gott. Hinterhergehen ist eigentlich immer das ein Fehler, was man machen kann. Weil man das ewig so leider nicht schafft. Okay, dann machen wir einfach Betten tauschen. Ich weiß, Betten tauschen ist eigentlich ein bisschen... Der wird bestimmt auch Teleporter und so benutzen. Vermute ich mal. Nein. 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 Oder?
Kann man nicht durch die... Nein. Ein Glück habe ich sein Eisen eingesammelt. Ein Glück. Nein, nein, nein. Titi. Ja, da haben wir eben gerade den Kopfabschwitzer gerade erwischt. So Leute, wir sind jetzt auf der Map Beach. Ich habe gerade einen kleinen Cut gemacht, hat ein bisschen gerade gedauert, bis die zweite Runde losging. Und ja, wir spielen jetzt gerade gegen jemand anderem. Ich bin echt gespannt, wie er spielt. Der andere wollte einfach irgendwie nicht, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich so gerne mit ihm wieder spielen. Und ja, ich werde gleich, genau. Ich werde ihn jetzt mal fragen, ne? Oder schreiben ohne Eis. Eisen? Fragezeichen. Also ich möchte gerne ohne Eisen spielen, das wäre sehr nett. Ah, ich kann natürlich mal wieder nicht schreiben, ich sehe es gerade. When. Oh mein Gott, ich bin auch so blöd, Leute. Ich kann immer nicht schreiben, ich schreibe einfach zu schnell. Ah, der hat sich hochgebaut, okay, da brauche ich mich auch hoch. Ist logisch, der darauf nicht antwortet, weil Rechtschreibung, naja. Deutsch Beste. In der Tat. Ohne. So, ich habe den jetzt mal gefragt, ohne Eis, ne? Ich denke mir mal, jetzt ist, denke ich mir mal, alles richtig. Und wenn, bin ich einfach total dumm behämmert im Kopf. So. Nein! Ach, warum falle ich denn jetzt hier noch runter? Was mache ich denn jetzt hier von Scheiß? Oh mein Gott, ich muss mich einfach konzentrieren. Warum will... Der will sich immer so hochbauen. Warum wollen sich einfach Leute so weit hochbauen immer? Ich weiß, es ist eine Bad Force Taktik, ich weiß. Aber übertreiben muss man doch aber auch nicht. Ich kann sowas einfach nicht ausstehen, so. Keine Ahnung. Überhaupt, was macht denn der? Wo ist denn der? Ich tue eigentlich schon wieder irgendwas. Ah, da, Mann. Ich habe schon Angst gehabt, der verlassen tut. Was mache ich? Hallo? Ja? Das war mir gerade dein Untergang, mein Guter. Ey, lass mich mal in Ruhe. Scheiße. Ah, Leute, Leute, ich kann nicht ran. Ich komm nicht. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, GG! Ja, klatsch ruhig mal. Alter, habt ihr das gesehen? Mit einem halben Herz habe ich überlebt. Oh mein Gott. Holy shit. Alter, war das geil jetzt gerade. Oh mein Gott. WTF, habt ihr gerade das gesehen? Mit einem halben Herz habe ich den noch gekriegt. Oh mein Gott. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne mal ein Like da. Schreibt bitte gerne mal rein, ich das öfters machen soll. Hier einfach so bei 1-1 einfach die Leute so mal wenden, auswählen tue. Und dann einfach gucken tue, wie die so spielen. Weil ich finde das manchmal wirklich spannend. Zum Beispiel wie heute, das war auch wieder spannend. Besonders jetzt die letzte Runde war einfach wirklich... keine Ahnung, da fehlen mir auch die Wörter. Also finde ich einfach noch richtig cool. Und ja, wenn ihr es haben wollt, schreibt es gerne mal rein. Und wer Bock hat, folgt mir gerne bei Twitter, Instagram. Und wer es noch nicht gemacht hat, abonniert mich gerne auf YouTube. Dann tut er meiner Armee beitreten. Hashtag 6MX7 Armee. Und ja, Leute. Ich würde auf jeden Fall sagen, habt jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut, bleibt cool und ciao.